Animal Crossing New Horizons ist wohl ein Spiel, was ich sehr durchgesuchtet habe. Ich habe sehr wahrscheinlich über 1000 Spielstunden in diesem Spiel und habe es während der Pandemiezeit exzessiv gespielt. Aber ich muss sagen, nach ungefähr anderthalb Jahren war die Luft komplett raus und ich habe mich immer gefragt, was war eigentlich mein Problem, weil ich das in der Pandemie geliebt habe. Ich habe Animal Crossing New Horizons gestreamt beispielsweise auch. Ich habe mich einer Katzeninsel gewidmet. Aber irgendwie habe ich es dann nicht weitergespielt, obwohl ich Animal Crossing liebe. Also ihr seht ja auch beispielsweise Melinda hier. Ihr seht da vielleicht auch Animal Crossing Lego. Und ich habe so gedacht, woran liegt das? Animal Crossing New Horizons ist das zweitbestverkauftestes Spiel aller Zeiten für die Switch. In Japan ist es sogar Nummer 1. Und in den ersten 6 Wochen hat es mehr Umsatz generiert als die gesamte Animal Crossing-Spiele im Vorfeld. In den ersten 6 Wochen. Als der gesamte Lebenszyklus. Das ist insane. Ja, und ihr könnt euch jetzt fragen, gut, Sandra, hast du gut zitiert, aber was bedeutet das jetzt? Das ist ja eigentlich ein Indikator dafür, dass es ein gutes Spiel ist. Ich würde sagen, Animal Crossing New Horizons ist ein Rückschritt sogar in der Animal Crossing-Serie gewesen und ist lediglich zur richtigen Zeit gekommen, dass es so ein Durchbruch war. Das bedeutet nicht, dass Animal Crossing New Horizons ein schlechtes Spiel ist. Nein, nein, nein. Ich finde immer noch, dass Animal Crossing New Horizons ein sehr gutes Switch-Spiel ist. Aber es ist kein gutes Animal Crossing. Warum? Erkläre ich euch jetzt. Generell muss man sagen, Animal Crossing war eine Serie, die vor allem in Japan sehr bekannt war. New Leaf beispielsweise war eines der das bestverkaufteste 3DS-Spiel beispielsweise. Es war auf jeden Fall schon ein Hype da, aber es war vor allem ein japanischer. Animal Crossing im westlichen Raum war trotzdem eine Community vorhanden, aber die war nicht mal ansatzweise so groß wie der Hype in Japan. Das sollte sich dann 2020 mit Animal Crossing New Horizons verändern. Warum hat sich das verändert? Die Pandemie. Es waren ein paar Wochen nach Pandemiebeginn, beziehungsweise dem offiziellen Lockdown-Beginn, und die Leute haben sich natürlich nach was Neuem gesehen. Animal Crossing New Horizons hat einfach so eine Ausflucht gegeben. In einer Zeit, wo wir nicht raus konnten, wo wir in unseren eigenen 4 Räumen waren, hat uns Animal Crossing quasi nach draußen transportiert. In eine neue Welt, wo wir ganz sorgenlos neue Bewohner mit ansprechen können und alles nach unserem Plan bauen können. Wir haben alles unter Kontrolle. Und das war ein neues Feature natürlich auch von Animal Crossing, dieser God-Mode, dass wir alles auch gestalten können auf der Insel, was in dieser Pandemie einfach sehr, sehr gut ankam. Und deswegen wundert es mich nicht, dass es so krass verkauft wurde und dass die Switch-Konsolen ja auch komplett ausverkauft waren zu dieser Zeit. Aber ich würde jetzt plädieren, dass dieser God-Mode nicht ausgereift genug war für Animal Crossing New Horizons, dass er interessante Sachen angeboten hat, aber dafür wir auf zu viele Features verzichten mussten, dass sich das nicht ausgleicht. Animal Crossing New Horizons hat diesen Sandbox-Ansatz, dass ihr nach ungefähr 20 Tagen, glaube ich, ist das, die Story durchgespielt habt und dann habt ihr alle Tools zur Verfügung und könnt eure Insel so bebauen, wie ihr das möchtet. Terraforming ist ein Tool, was auf jeden Fall ein bisschen Skill braucht, würde ich mal sagen, um das dann auch umzusetzen und dann könnt ihr bauen, wie ihr wollt. Die erste Phase von Animal Crossing, würde ich auch plädieren, ist die süchtigstmachendste Phase schlechthin. Einmal die Story, dass ihr jeden Tag auch das Gefühl habt, dass ihr was erreicht habt, dass ihr neue Sachen freischaltet und dann natürlich das Terraforming selbst. Ihr habt dann vielleicht neue Ambitionen, eine Insel zu erstellen, die ganz besonders ist und dann baut ihr. Allerdings ist dann nicht mehr wirklich mehr da. Ja, klar, es gibt das Museum, ihr könnt verschiedene Dinge halt einsammeln, aber wenn ich das bedenke und vergleiche mit anderen Animal Crossing-Titeln, ist das so eine quasi Light-Version gewesen. Es gibt beispielsweise ein paar Früchte nicht, die es in New Leaf gab und für mich ist immer etwas im Fokus das Gameplay. Ich finde, Sandbox bzw. das Terraforming ist aus meiner Sicht nicht so ein komplettes Gameplay-Feature, das ist wie in Sims 4 der Baumodus. Er ist super, Terraforming finde ich auch ein super Tool, aber es ist was zum Gestalten. Für mich fehlt einfach noch ein bisschen mehr die Substanz. Und die Substanz, wenn ich darüber nachdenke, gab es vor allem in Animal Crossing New Leaf und in anderen Titeln mit den Charakteren.
und vor allem mit den Bewohnern, die ihr anziehen konntet. Die Bewohner in Animal Crossing New Horizons finde ich komplett austauschbar. Sie haben einfach nicht einen besonderen Charakter. Das bedeutet, dass sich die Dialoge sehr oft ähneln. Es ist alles super kinderfreundlich, beziehungsweise es ist so glatt gebügelt, dass alles Edgige gar nicht mehr stattfindet. In New Leaf wurdet ihr beispielsweise auch einfach mal beleidigt. Einfach durch die Zeit gereist seid, wenn ihr die entsprechende Uhrzeit beim 3DS eingestellt habt. Dann haben euch die Mitbewohner bzw. Nachbarn beleidigt. Finde ich gut. Was das über mich aussagt, weiß ich nicht. Aber es ist mir egal. Es gab auch beispielsweise den Maulwurf Rissetti, der euch auch noch richtig angefahren hat, wenn ihr nicht gespeichert habt. Und wenn ihr dann das Spiel wieder gestartet habt, dann kam er und hat euch erstmal angemacht und gesagt, was, hallo? Finde ich gut. Das macht eben ein Spiel auch so charismatisch. Das gibt dem eine Seele. Ich finde, Animal Crossing New Horizons hat einfach nichts der Art. Die Charaktere sehen süß aus. Ja, sie haben auch süße Häuser, die entsprechend ihrem Charakter nachempfunden sind. Aber mir war es egal, mit denen zu sprechen, weil die haben mir nichts Besonderes mehr gesagt. Es war nie so wirklich bezogen auf mich, was ich gemacht habe. Und das war einfach so austauschbar. Und natürlich auch die Anfangszeit, also alleine die Anfangszeit mit Raymond, der Kater, der für echt Geld teilweise verkauft wurde als Villager. Wenn ihr mit Animal Crossing New Horizons nicht irgendwie Berührungspunkte bisher hattet, ihr konntet die Nachbarn bzw. Villager dann auch sammeln, indem ihr irgendwen habt ausziehen lassen. Das hattet ihr übrigens auch immer unter Kontrolle. Ein Villager ist immer zu euch gegangen, hat gefragt, darf ich ausziehen? Und ihr durftet sagen, ja, nein. Die haben sich nicht selbst entschieden. Hallo! Warum? Ich meine, klar, ist sehr traurig, dass die Leute dann ausziehen, aber ich finde, so baut man auch viel mehr Herzblut mit den entsprechenden Villagern auf, die ihr dann habt, weil ihr identifiziert euch mit denen. Bei mir war es nur wichtig, dass ich dann irgendwann Katzen hatte, wie die alle heißen, keine Ahnung mehr. Und in New Leaf weiß ich auf jeden Fall noch, welche Leute ich da hatte. Weg von der Kontrolle. Ihr seid dann entsprechend auf eine Insel dann gereist, wo ihr dann auch Ticketpunkte einlösen musstet. Je zufällig konntet ihr dann einen neuen Villager dort antreffen. Raymond beispielsweise war super selten. Sehr, sehr selten. Und deswegen waren alle sehr heiß auf ihn. Ich meine, er ist auch ein heißer Feger, ne? Als Villager, muss man auch mal sagen. Er ist schon ein cuter Boy. Wärt ihr bereit dafür, hunderte von Euros auszugeben, damit dieser Kater auf eure Insel kommt? Das haben Leute gemacht. Sie haben nicht nur das Geld im Spiel weggegeben, sondern auch echtes Geld. Denn es war oder ist auch eine Methode, dass wenn eure Villager ausziehen und dann unter Sack und Pack alles gepackt haben und euch von euch verabschieden wollen, könnt ihr diesen einen Tag nutzen, jemanden anderes auf eure Insel zu lassen. Dann spricht die Person entsprechend mit dem Villager und der zieht dann zu der entsprechenden Person ein. Damit wurde Geld gemacht. Und das ist auch so ein Schwarzmarkt gewesen, wo ich denke, what the hell? Das ist insane. Vor allem für solche Villager, die komplett austauschbar sind, die keine wirklichen Charakterzüge mehr haben und nicht edgy sind. Deswegen finde ich die Villager einfach super enttäuschend und ich habe kein schlechtes Gewissen, dass ich die mit dem Netz verdresche, weil sie vergessen das ja anscheinend wieder. Ich meine, so kann ich die nicht mehr zum Auszug bewegen. Wenn ich die mit dem Netz verdresche, was ist mit denen? Und ganz ehrlich, so sollte es eigentlich nicht sein. Aber es gibt einfach zu wenig Seele und Herzblut, was den Villagern angeht. Und ich finde, das ist eines der größten Kernpunkte einer Insel, dass ihr eigentlich euch darum kümmern solltet, wer auf eurer Insel wohnt. Und das ist eben auch so, wo ich denke, eine Analogie zu finden zu Sims 4. Sims 4 hat aus meiner Sicht auch das schlechteste Gameplay. Denn es bietet nicht ansatzweise so viel wie beispielsweise Sims 2 oder Sims 3. Die sind einfach weitaus mehr auf Lebenssimulationen gemünzt. Sims 4 ist ein netter Bausimulator geworden. Mit ein bisschen Gameplay, aber teilweise ist das Gameplay auch verbuggt und es ist nie so tiefgreifend, wie eine Lebenssimulation sein sollte. In Animal Crossing, finde ich, ist sowas Ähnliches passiert. Dass wir ein super Terraforming-Plattform haben, also ein super Sandbox
Modus, wo ihr Gott spielen könnt, wo ihr alles gestalten könnt. Aber es geht nicht weiter. Es gibt euch nie Restriktionen, sondern ihr seid einfach der Gott dieser Insel. Punkt aus, vorbei. Niemand kommt über euch, ihr könnt alles entscheiden und ich finde, das macht eben auch diesen Appeal vom Spiel kaputt. Dennoch würde ich sagen, wenn wir jetzt so gehen und sagen, okay, Animal Crossing New Horizons sollte jetzt diesen Gott-Mode geben, ihr solltet Gott sein, ihr sollt alles bestimmen, warum dürft ihr dann nicht alles bestimmen? Warum dürft ihr dann beispielsweise nicht bestimmen, wie die Läden aussehen, die ja nur zwei sind? Warum könnt ihr die Außenfassade nicht bestimmen? Warum fehlt in den Läden so viel? Wenn wir das mit New Leaf vergleichen, ihr konntet so ein richtiges Imperium aufbauen von Nuke, wo es verschiedene Ebenen gibt, wo man auch verschiedene Sachen verkaufen konnte, beziehungsweise kaufen konnte, wo auch eure entsprechenden Villager zu euch kamen und meinten so, das will ich kaufen, und haben es teilweise auch gekauft, dass einfach auch so ein bisschen der Reiz da ist, dass ihr auch mal durch, also quasi zuschlagen solltet, bevor eure Villager kauft. Dass die das kaufen. Das ist einfach auch eine Art Lebensprozess gewesen, dass es so lebendiger, so viel charmanter gemacht hat. In New Leaf gab es eine kleine Stadt. Die gibt es in der Form auch nicht mehr. Klar, es gibt diese Insel, wo ihr dann hinfahren könnt und dann die Stände besuchen könnt. Aber das ist nicht das Gleiche. Ihr könnt das nicht aufbauen, die Vans und was auch immer da alles steht. Und es hat einfach nicht diesen Charme einer Stadt, die ihr selber gestalten könnt, wo ihr auch selber merkt, ihr habt auch ein bisschen mehr Erweiterung geschafft. Denn in New Leaf beispielsweise, bis ihr das wirklich durchgespielt habt, hat es elendig weit lange gedauert. New Horizons war richtig fix vorbei. Klar, wenn ihr das Museum voll machen wolltet, dann hat es ein bisschen länger gedauert, weil spezifische Fische oder Insekten und so weiter gab es ja nicht immer. Trotzdem war das überhaupt kein Vergleich zu New Leaf beispielsweise. Und warum vergleiche ich immer New Leaf? Weil New Leaf habe ich durchgesucht bis zum geht nicht mehr. Ich liebe New Leaf. Und ich habe halt erwartet, dass New Horizons New Leaf sein würde. Plus eben noch mehr. Aber ist es eben nicht. Und wenn wir jetzt einfach nochmal die anderen Features anschauen, die auch in den vorherigen Spielen waren. Es fehlt beispielsweise einfach auch eine Post Office. Da gab es Pally und Phyllis. Das waren die Schwestern. Die eine war super freundlich am Tag und die andere war sehr, sehr garstig am Abend. Und ich habe das geliebt. Jetzt verschickt ihr einfach Post im Dodo-Office. Das war's. Da ist keine wirkliche krasse Interaktion mehr. Ihr werdet nicht angeschrien. Was sagt das eigentlich über mich aus? Ich weiß es nicht. Ist es mir aber auch egal. Es ist einfach diese Dynamik weg. Einfach dieses Edgige. Dieser Charme ist weg. Und wo ich gerade an meine Haare fasse, auch zum Friseur zu gehen, fand ich so witzig, weil ihr einfach ein Quiz ausfüllen musstet, welche Frisur ihr dann bekommen würdet. Und ihr wusstet nicht, wie die aussehen wird. Und ihr musstet anhand eines Quizzes einfach das mal machen. Und wenn ihr nicht zufrieden seid, müsst ihr halt am nächsten Tag nochmal hin. Jetzt habt ihr einfach so viel Macht, dass ihr zum Spiegel geht und auf geht's. Ich finde, da hätte man einfach auch nochmal einen Friseursalon halt reinbauen können und noch ein bisschen mehr Charme mit reinbringen. Ja, Glückskekse beispielsweise sind auch sowas, was richtig cool gewesen wäre, wo ihr dann beispielsweise Do-it-yourself-Rezepte bekommen könntet. Für mich ist Animal Crossing einfach nur ein timesensibler Sandbox-Lebenssimulator, wo man eigentlich Lebenssimulationen umklammern kann. Das ist eigentlich ein ästhetischer Bausimulator, genauso wie in Sims 4. Mein Problem ist, dass all das, was ich gesagt habe, das hätte man fixen können. Die entsprechenden Villager hätten einfach noch mal ein paar mehr Dialoge bekommen können. Es wäre gegangen, dass man noch die Läden hätte integrieren können, dass man noch mehr Upgrades für Nuke und so weiter haben können. Das sind alles Updates, sind nie gekommen. Da frage ich mich irgendwie, warum ist das so? Ich finde es so unverständlich, dass diese Kritikpunkte, die sind nicht neu. Das haben schon super viele von Anfang an gesagt. Aber ich muss auch sagen, einige, mich eingeschlossen, wir hatten eine rosarote Brille auf, weil wir durch die Pandemie natürlich auch nicht rauskamen und sowas wie Animal Crossing gebraucht haben, um irgendwie rauszukommen. Trotzdem, jetzt im Nachhinein betrachtet, bewerte ich Animal Crossing als Animal Crossing-Spiel einfach nicht als Gutes. Und das sind halt Dinge, die man mit Updates fixen könnte. Ich verstehe wirklich, also wirklich, ich verstehe es nicht, dass Nintendo gesagt hat, nach dem ersten DLC, es gibt nichts mehr für Animal Crossing. Wir reden von dem zweitmeistverkauftesten Spiel aller Zeiten für die Switch.
Dafür gibt es keine Updates mehr? Warum gibt es für Super Mario Bros.? Heißt das so, oder? Smash. Super Smash. Das Kampfspiel. Oder Mario Kart, das auch so ein altes Spiel ist. So viele Updates. Aber für das zweitbestverkaufteste Spiel stehen wir da und gehen komplett leer aus. Warum ist das so? Und das ist halt so, was ich euch sage. Animal Crossing New Horizons, finde ich, ist kein schlechtes Spiel. Heißt, wenn ihr es kauft, ihr werdet Spaß haben. Auf jeden Fall. Vor allem die ersten Monate easy. Ich finde aber, für so einen großen Serientitel und vor allem diesen großen Erfolg, den es hatte, ist es eine Schande. Ja, ich werde dramatisch, aber es ist mir egal. Es ist eine Schande, dass uns Nintendo danach nichts mehr gegeben hat. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe nicht, wo die ganzen Updates danach geblieben sind, warum sie gesagt haben, Schluss, aus, vorbei. Denn es ist ja jetzt nicht so, dass wir jetzt auf einmal einen neuen Animal Crossing-Titel schon haben. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es jetzt in den nächsten 3 Jahren ein neues Animal Crossing geben wird. Ich kann mir bei weitem nicht erklären, denn Animal Crossing haben so viele Leute, besitzen so viele Leute auf dieser Welt. Stellt euch mal vor, es würden noch mehr DLCs kommen. Natürlich kauft nicht jeder, der die Copy besitzt, entsprechend die DLCs. Aber diesen Umsatz, den sie machen können, wenn sie dann auch einfach weiter Updates bringen würden. Auch manchmal kostenpflichtige, mein Gott, Nintendo muss ja auch Geld verdienen. Die haben ja gar kein Geld. Ich verstehe das nicht. Und dann, wisst ihr, auf dieser einen Seite Animal Crossing New Horizons, was ich vergleiche mit Sims 4 im Vergleich zum Franchise. Es ist der schwächste Teil. Sims 4 und Animal Crossing New Horizons sind einfach die schlechtesten Teile in ihren jeweiligen Serien. Aber Nintendo sagt einfach, wir machen gar nichts mehr. Tschüss, aus, vorbei. Und EA sagt bei Sims 4, oh, wir haben den schlechtesten Titel. Wir machen DLCs. Updates? Ja, kommen dann und dann. Ja, oh, sie haben noch nicht alles gefixt. Ihr habt noch 50.000 Bucks. Upsie. Modder, könntet ihr bitte fixen? Ja, ist es ein bisschen dramatisch? Ja, ich habe PMS. Also, denn ist es halt so. Diese Lieblingsfranchises, die ich habe, und ja, Animal Crossing zähle ich zu einem meiner Lieblingsfranchises, dass sie einfach momentan gegen die Wand gefahren werdet. Also, also liegt es an mir? Nein. So wichtig bin ich jetzt nicht. Aber es ist einfach so frustrierend. Leute, es ist so frustrierend, weil ich denke so, Animal Crossing New Horizons, ihr habt so ein gutes Grundgerüst. Das ist im Verhältnis zu Sims 4 ein gutes Grundgerüst, was ihr habt. Und dann macht ihr nur so ein Sandbox-Ding raus, was natürlich auch Spaß macht. Aber es ist nicht so viel langanhaltender Spaß. Wenn ich bedenke, wie viele Leute das gespielt haben und wie viele Leute es jetzt noch spielen nach all der Zeit. Ja, dann vergleiche ich es natürlich auch mit Sims 4 und dann muss ich sagen, Sims 4 ist dann halt schon da aus weitaus erfolgreich, ja? Weil natürlich EA super wie die DLCs nach und nach raushaut. Ich bin einfach super enttäuscht, Leute. Ich habe darüber Anfang der Woche nachgedacht und ich musste euch das mitteilen. Hallo Edit Sandra hier. Was mir aufgefallen ist, nachdem ich das Video aufgenommen habe, ich wollte euch eigentlich neue Gameplay-Sachen von Animal Crossing zeigen, wo ich dann darauf eingehe, was ich so sage und euch das bebildere. Naja, ich habe meine Switch-Konsole gewechselt und die alte ist verkauft. Ich dachte, wenn ich die Speicherdaten entsprechend rüberziehe, dass auch Animal Crossing-Daten rübergezogen werden. Nope, das ist nicht der Fall. Heißt, ich habe meine Insel, die ich 2020 gebaut habe, verloren. Ich war für ein paar Momente echt traurig, weil ich dachte, oh shit, das ist meine ganze Arbeit von 2020. Aber es stützt eben auch meine These, weil ich jetzt dachte, naja, ist ja nicht so wild. Kann ich jetzt von neu anfangen und neue Villagers dann holen? Und ich habe dann auch Bella gleich gehabt, der Gotthund. Und ich muss sagen, ich bin nicht traurig. Und wie kann das sein? Ich habe Speicherdaten von 2020 verloren. Nun, ich weiß nicht, ob ich ein paar Leute habe sauer aufstoßen lassen, aber ich finde, wir sollten auch unsere Lieblingsfranchises mal nehmen und wirklich kritisch analysieren. Und Animal Crossing New Horizons ist nicht das krasseste, geilste Spiel, was wir vielleicht in Erinnerung haben im Animal Crossing-Dasein. Ich finde es als Spiel an sich super. Ich finde es für ein Switch-Spiel gut. Hieße das nicht Animal Crossing, wäre ich komplett fein damit. Animal Crossing New Horizons würde ich immer noch weiterempfehlen für die Switch, weil es nicht aus meiner Weise etwas Vergleichbares gibt und ihr werdet Spaß haben. Aber es hätte so viel mehr sein können. Und das war es schon mal mit New Leaf. Das war mal ein anderes Video über ein anderes Spiel, aber genauso kritisch. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst mir gerne eure Meinung
in den Kommentaren, was ihr dazu sagt, was ihr denkt über Animal Crossing New Horizons, ob ihr es gespielt habt, ob ihr es ähnlich seht, ob ihr sagt, nö, Sandra, ich spiele es jeden Tag. Könnte ja auch sein. Würde mich interessieren. Ansonsten hoffe ich, dass ihr noch einen wunderschönen Tag habt und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann!